nicht folgen einem Menschen. Er hat seine Lehre von den Mächtigen. Genau, vom Schöpfer. Und er macht keine Fehler, genau. Alles das. Wenn wir jetzt davon ausgehen, weil du sagst mir, ja, glaub daran. Du sagst mir, ich komme in die Hölle, du sagst mir, ich komme in den Paradies. Hey. Wenn ich dann aber diese ganzen Sachen anschaue und wie sich überhaupt, ich rede nicht nur von dem Islam, wie sich überhaupt die Religionen so ausgebreitet haben und. Gott braucht niemanden, der ihn schützt. Weißt du? Genau. Gott braucht niemanden, der rausgeht und sagt, nein, du hast gegen Gott gesprochen, tack. Ich bestrafe dich jetzt. Damit sage ich nur aus, ich muss das Recht von Gott einholen. Verstehst du? Ja. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber denkst du, die schämen sich dafür, für diese Wahrheit? Schämen die sich? Weil du weißt selber, dass die meisten Muslime sowas leugnen und schönreden. Sie glauben das nicht. Und dann die glauben das nicht. Irgendwelche Schuch, die sagen, nein, wir leugnen das. Und dann kommen andere und sagen, nein, es stimmt. Und warum schämen sich auch die meisten, wenn wir das Thema mit Aisha ansprechen, wie alt sie war? Und warum schämen sich auch die meisten, wenn wir über die 72 Huris in einem Paradies... Ich das keiner heutzutage vorstellen kann, außer ein Geisteskranker. Aber zu mir sagt, meine Tante hat jung geheiratet, meine Dings hat jung geheiratet, meine Mutter hat... Dass die Leute damals so einen Fehler begangen haben, heißt doch nicht, dass ich das mit einem anderen Fehler berechtfertigen muss. Ja. Das ist schizophren sozusagen, weißt du? Ja. Warum macht man das? Guck mal, im Jemen, du kennst auch den Jemen, ne? Ja. In Jemen, im Irak, egal ob in Mısır, du bist sogar aus Ägypten, glaube ich, ne? Habe ich dich mal gehört, Arabisch. Ist egal. Auf jeden Fall, in diesen Ländern weißt du ganz genau, ich brauche dir normalerweise nicht erzählen, die Kinderheirat dort mit 6 oder 9, das ist immer noch verbreitet, vor allem in den Dörfern, das weißt du. Und die ganzen Schiuch dort, ja? Das ist aber nur in Örtern verbreitet. Wenn du dort die Leute fragst, wer ist euer Prophet, das wissen sie nicht mal. Und das sage ich dir aus Erfahrung. Die sind Jahel, aber Habibi, wissen nichts über nichts. Ach, guck mal, ich weiß, die haben nicht viel Ahnung von der Religion, aber trotzdem haben die einen Scheich in einem Dorf, der denen erlaubt, ja, ihr dürft ein Kind heiraten. Die Grundkenntnisse mit, man darf ein Kind heiraten, das wissen die. Aber wenn du jetzt denen kommst, im Koran steht so und so, keine Ahnung, in Hadith so, keine Ahnung, das wissen die nicht. Die wissen wahrscheinlich noch nicht mal, sie wissen noch nicht mal, welcher Rechtsschule sie angehören, dass sie Maliki sind oder, das wissen die noch nicht mal. Ich weiß. Ich will nur sagen, woran das aber liegt, weil da, wo der Islam schon ist und verbreitet worden ist, da reicht das so, wie es ist. Richtig. Deswegen kommen wir auch hier hin. Deswegen haben wir bei TikTok die Leute, die wollen sagen, dass ein Esel wie eine Prinzessin aussieht. Ihr dürft auch nicht außer Acht lassen, dass zu der Zeit, wo der Islam entstand, oder zu den Anfängen, ne, die Beduinen und die Leute dort hatten ja Gebräuche, wie sie heiraten und so weiter. Ja. Und das, was der Islam gebracht hat, das war wirklich im Vergleich zu dem, was da stattfand, toll. Aber unsere aktuellen Werte sind um Welten weiter, weißt du? Damals konnte eine Frau 10 Männer heiraten und mit 10 Männern schlafen. Damals konnte, so waren die Ehen. Also es war nicht, es gab keine Moralvorstellung so richtig bei den Heiden, sage ich mal. Aber wieso gibt es... Gucken wir uns mal an, was auch mit solchen sozusagen religiösen Heuchlern passiert. Das ist eine Geschichte hier aus von Sunan Abi Dawud, ja. Mhm. Die ist zwar in Ketten, ja, aber das ist kein Problem, es gibt genug andere, ja. Und zwar steht hier in dem Hadith 4356, und das gilt auch, das wissen die meisten Muslime, dass es eine Frist dafür gibt. Ein Mann, der dem Islam den Rücken kehrte, wurde gebracht zu Abu Musa. Und er hat ihn eingeladen, Buße zu tun, für 20 Tage. Muad, also ein anderer, kam dann und lud ihn auch ein, den Islam wieder anzunehmen. Aber dieser Mann sagte nein. Und dann wurde er geköpft. Ja, natürlich. Das macht das. Richtig. Es war doch für die Menschen ein Gesetz. Und sie haben es durchgezogen. Sie haben es durchgezogen, weißt du? Deswegen der ein oder andere, der dann sagt, wenn die Scharia kommt, der hat keine Ahnung von nichts und ist hängen geblieben. Mansu, Allah Khalik, ich will dich was fragen. In Ägypten, kommt Gewalt von Christen oder ist es immer die Gewalt von Muslimen gegenüber Christen? Sei ehrlich. Naja, ich sag dir ganz ehrlich, die Mehrheit der Muslime kommt ja gar nicht mit Christen groß in Berührung. Mhm. Sie sind sehr wenige. Aber es gibt natürlich
Hinterwäldler, es gibt Leute, die wissen wirklich nichts von der Welt, nichts über die Religion oder sonstiges. Die sehen einfach nur eine Kirche und denken sich, wir sind in ein islamisches Land. Wir wollen sie brennen sehen. Aber wieso macht man das? Aber warum kommt aber von christlicher Seite sowas nicht, Bruder? Warum? Du weißt, guck mal, wenn man über Ägypten spricht, dann weißt du ganz genau, was da abgeht. Und du weißt, dass aus christlicher Sicht, aus der christlichen Seite sowas nicht kommt. Wieso kommt immer von der anderen Seite? Warum? Ja, da kann ja von den Christen auch nichts kommen. Sie sind ja nicht in der Mehrzahl. Ja, aber trotzdem sind die aber nicht wenig. Die können auch in Ortschaften, wo die Mehrheit bilden, auch Sachen machen. Aber wir haben ja hier aber auch Moscheen, die mit Molotow-Cocktails beworfen werden oder was auch immer. Das kommt ja auch hier vor. Das heißt ja nicht, dass ein Christ das macht, aber es passiert. Die Vorfälle in Deutschland zum Beispiel, hier in Europa, kannst du in den Ländern gar nicht vergleichen. Das weißt du selbst. Dort ist es eine Bedrohung für dein Leben. Wenn du einmal dort in der Moschee was machst, bist du ausgelöscht. Hier kriegst du eine Anzeige vielleicht. Dort bist du ausgelöscht. Wahrscheinlich deine ganze Familie muss mit Angst und Schrecken leben. Aber die Leute, die irgendwas in die Moschee reinwerfen, die werfen es ja nicht, um die Moschee einfach zu... Die wollen ja Leute verletzen. Die machen es ja mit den Gedanken, jemanden verletzen zu wollen. Und nicht einfach, um irgendwie einen Molotow-Cocktail brennen zu lassen, um ein Zeichen zu setzen. Aber es ist ja... Es gibt immer Leute, die alles extrem ausüben. Aber jetzt mal was zu was anderem, damit mal damit Tauhid und die anderen Jungs die Hirn gewaschen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wirklich Hirn gewaschen, die machen sogar Unterricht, hast du das mitbekommen? Damit sie mal realisieren einfach, weil du bist ja belesen, ne? Ja. Okay. Harut auch, sehr. Pass auf. Du hast der Hadith ja und alles zur Hand, ne? Ja. Die Schule ist gerade live, die Schule. Hier. Ja. Wie ist da der Islam entstanden damals? Meinst du die Schule? Die Schule ist live, ja genau. Meinst du, Mansur, meinst du theologisch gesehen, dass Allah über Jibril die Verse an Mohammed geschickt hat? Nein, theologisch? Ich sage dir jetzt einfach nur, ich rede jetzt nicht als Moslem oder sonst wie, ich rede jetzt nur als ein Mensch. Achso, wir sich verbreitet. Ich sage dir meine Sicht. Ja. Als damals der Messias kam. Okay? Die Juden, die haben ja schon ein Messias erwartet. Und vor Jesus kamen ja schon einige und sagten, ich bin der Messias und haben eine Revolution gegen die Römer gestartet, um das Volk zu befreien und so weiter. Als Jesus kam, haben sie es nicht geglaubt. Okay? Sie haben sich so gesagt gespalten. Ein paar haben gesagt, nein, der Messias kommt erst in 500 Jahren. Und ein paar haben gesagt, so, das ist der Messias. Jetzt vergehen 500 Jahre knapp. Okay? Und die Menschen, die hören ja diese Geschichten und sie fangen an zu sagen, bald müsste der Messias kommen oder es müsste der echte Messias kommen. Okay? Mhm. Dann haben wir jetzt den Propheten, alaihissalam, okay? Der geht in die Höhle, sitzt da, um zu beten. Ich als normaler Mensch, wenn ich jetzt mal einfach logisch nachdenke, wenn ein normaler Mensch Stress hat, geht er in eine Höhle oder geht in den Park oder geht sonst wohin oder zieht sich zurück und versucht mit sich irgendwas auszumachen. Ja. Ein Mensch, der irgendwo damals, wo es kein Licht gab und so weiter, in eine Höhle reingeht und eine längere Zeit verbringt, der kann vieles sehen, wenn wir einfach mal sachlich drüber reden. Okay? Dass es dann ist da passiert, was passiert ist, was wir alle wissen. Er ging nach Hause. Was hat er gesagt? Meinst du mit Hadisha, als er gesprochen hat? Ja, was hat er zu ihr gesagt? Ja, dass ihm war kalt und es hat sich so angefühlt, genau, als... Deck mich zu, genau. Und so weiter. Genau, er hat ja auch berichtet, ich glaube, ich habe Sachen gesehen oder ich verliere meinen Verstand oder. Er hat ja einfach gebeichtet, das, was ihm überhaupt widerfahren ist. Genau. Was hat sie ihm dann gesagt? Sie hat sofort sozusagen gesagt, das ist von Allah ein Zeichen. Okay, gut. Sie ist dann nochmal zu ihrem Cousin und hat den gefragt. Ja, zu Waraka, ne? Waraka bin Naufel. Waraka bin Naufel hat ihr bestätigt. Okay, und hat ihr gesagt, ja, das ist jetzt ein ich sag mal, die meisten Geschichten sagen ja, dass es ein Christ war. Okay?
Genau, Ein genau. blinder Christ sagt zu Khadija, ja, das ist er. Er kennt ja nur Gabriel als Erzengel für ihn. Ja. Und er nimmt ja das Ganze wahr. Das waren ja damals, waren die Menschen begrenzt. Die Menschen waren sehr abergläubisch und weißt du, sie haben alle immer auf das, was passiert, gewartet. Jetzt spricht sie mit dem Propheten und er sagt, ja, so ist es passiert und so weiter und so fort. Und sie erzählt zu ihnen, ja, das ist Gabriel. Und irgendwann sagt sie zu ihm, wenn du ihn mal wieder siehst, sag mir Bescheid. Eines Tages sagt er, ja, ich sehe meinen Freund. Kennst du ja den Hadith, ne? Ja, das steht, ich bin gerade in dem drin, ja, richtig, das steht so Ja, da. sie sagte, ja, dann sagt sie zu ihm, siehst du ihn gerade? Dann meinte er, ja. Dann sagt sie, ja, sitze ich auf meinen Schoß, siehst du ihn noch? Dann sagt er, ja, ich sehe ihn noch. Dann Genau. hat sie ihr Brust entblößt und hat gesagt, siehst du ihn noch? Dann meinte er, nein, ich sehe ihn nicht. Genau. Dann hat sie verstanden durch diese Aktion, okay, das ist ein Engel und kein Teufel. Wäre das ein Teufel, dann wäre er geblieben. Aber der ist Genau. gegangen und gut. Jetzt frage ich mal die Schlauen, okay? Und es muss jetzt keiner kommen und irgendwie was dazu sagen. Die können selber darauf antworten, auf das, was ich sage. Es gibt leider keine Schlauen von denen hier, Bruder. Das ist das Na, Problem. jetzt kommt, wie heißt das? 100-Euro-Frage. Jetzt hat sie das bestätigt. Okay, das ist ein Engel. Dann wusste er ja bis zu dem Moment erstmal gar nicht selbst, was Sache ist. Laut den Schriften, das sage nicht ich oder vermute ich, das bestätigen die Schriften. Okay? Dann erzähl mal weiter. Du bist doch belesen. Kleinen Moment. Das sind die Gummibären. Dun, 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 Dann fängt er an mit der Dawa, okay? Er hat dann angefangen, er hat danach angefangen, auf Arabisch das, was er zitiert bekommen hat, aufzuschreiben, ne? Okay. Er hatte ja Schreiber. Genau. Aber erstmal hat er ja alles den Leuten zitiert. Und die Leute von Quraysh, das waren ja nicht alles dumme Leute. Es gab ja auch unter denen Denker und so weiter. Da gab es ja auch, ich sag mal jetzt, für den Stand von damals gebildete Leute drunter. Und die haben das ja auch alles gehört und haben sich gedacht, das hört sich gut an. Aber das ist Zauber oder das ist wie auch immer. So wie der Koran es uns berichtet, okay? Ja. Ich frage mich als Normalsterblicher, ich bin jetzt 1400 Jahre später. Okay? Damals waren diese Leute vor dem Propheten und sie standen vor ihm und haben mit ihm gesprochen. Ja. Weil viele ja rum erzählen Wunder und Wunder und Wunder und Wunder. Wo waren die Wunder damals? Der Koran bestätigt, es gab keine Wunder. Ich bin nur gekommen, um zu warnen, nicht um Wunder zu bringen. Ja. Diese Leute haben meiner Ansicht nach der Wahrheit gesucht. Das bestätigt der Koran. Sie sagen ja, bring uns Wunder. Er hat keine Wunder gebracht. Sie sagen, dann lass uns Schmerz fühlen. Lass uns jetzt schon einen Vorgeschmack von Hölle und Paradies erfahren. Ist nichts passiert. Sie haben angefangen, also über sich selber schlechte Gebete zu machen und sich zu verfluchen. Gott, wenn dieser Mann echt ist, dann mach mit uns. Es passiert dir nichts. Ja, und wenn du das alles so hörst, ne, und es geht ja noch weiter, ich sag mal, um jetzt Einzelheiten zu nennen und jetzt mit den Tafsir zu kommen und mit den Berichten, die keiner leugnen kann. Wer sie leugnet, ist ein Käfer. Damit mal die zu mir sagen, ah, du bist ein Munafik oder du bist weiß ich nicht was, ihr habt keine Ahnung von nichts. Ich bin ein geborener Moslem und kein Mensch würde sich trauen, wenn er wirklich glaubt, zu sitzen oder über den Allmächtigen so zu reden. Aber wenn ich über den Allmächtigen, über das, was ihr sagt, ist es das Wort des Allmächtigen rede, dann rede ich, weil ich Sachen gelesen habe, wo ich selber Astaghfirullah Azim gesagt habe. Al-Isra ul-Ma'raj. Du hast ja selbst gesagt. Wie kann Moses da mehr Wissen haben und mehr Dings, die Menschen einschätzen können als ihr Schöpfer? Wie geht das? Es sind halt viele Ja, Dinge, ne? das stimmt. Die Es sind halt Geschichte ganz viele der Dinge. Offenbarung endet ja so, dass dieser Waraka bin Naufal dann, als er stirbt, hören diese Inspiration auf, ne? Und danach fängt Mohammed an,
mehrfach Selbstmord zu begehen. Er ist jetzt auf den Berg hochgeklettert und hat ja versucht zu springen. Und dann kam ja Gabriel und hat gesagt, nein, du bist. Es kam ja dann die Koranverse. Oder das mit der Aisha, warum ein Kind? Wenn jetzt ein Prophet von Gott kommt, dann erwarte ich, dass er nicht die Fehler macht von den vor ihm. Ganz simpel. Richtig, das war ein ganz Ganz guter simpel. Punkt. Das hast du sehr schön gesagt. Das war ein sehr, sehr Ganz, schöner ganz Punkt. simpel. Das war Genau. ein sehr schöner Punkt. Ja, weil du bist Wieso? ja gekommen, um uns die Moral auf ein Level zu Richtig. bringen. Sehr gut. Aber wo? Wie kann, wie, als der Hast Prophet gehört, verstorben ist, Bruder Harut? und Hast das, du was ich gehört? sage, Ja, sind habe ich nicht gehört. meine Worte, Guck mal, ne? unten direkt, Das steht in den guck mal, Quellen. du lügst, rede zu Ja, einem ich lüge, Muslimen, such in den Quellen, wenn du an Gott glaubst und meinst, ich lüge, such in den Quellen und widerleg die Schuhe, die das aussprechen, was ich gerade sage. Das war ein sehr schöner Punkt. Sehr, Ganz sehr schöner simpel. Punkt. Ganz simpel. Oder wir machen es anders, Manso. Wir machen es anders. Du hast recht, die Propheten vorher. Okay. Nehmen wir mal Moses, Abraham und Noah und etc. Bla bla bla. Hat Jesus die Sünden getan, die die Propheten vorher auch getan haben? Wir wissen auch nur, was uns, meine Meinung ist, wir wissen nur, Das, was was in uns der berichtet Schrift steht. wurde. Das, was nur in der Schrift Fertig, steht. fertig. Mehr wissen wir nicht. Und wir Aber wissen, lauter so eins, Schrift. ich weiß, dass damals die Juden verflucht viel Probleme den Römern gemacht haben. Und immer wieder kam einer und wollte der Messias sein. Und es gab Stress und blutiger Stress, der sehr, sehr stressig. Ich kann von den Römern damals alles erwarten, damit sie Ruhe haben. Damit das aufhört für sie. Man muss ja auch die Geschichtsdings betrachten, weißt So. Aber im Großen und Ganzen, ich frage mal jetzt meinen Brüdern, die über Recht und Liebe und den ganzen Schwachsinn reden. Jetzt mal ehrlich. Wie kann der Prophet versterben und hat 30 Sklavinnen und 30 Sklaven? Das sind Sklaven, Menschen, die Gefühle haben, die Befürchtungen haben, die Wie kann ein Mensch besitzen? Wo ist da die Gott? Gott, an den ich glaube, der macht sowas nicht. Der gibt keinen Menschen die Hand über einen anderen Menschen oder sagt Nein zu einem Menschen, um ihn schön zu stellen. Bayadallahu Verstehst du? Für Gott ist nicht, ob es heller ist, dann ist es schöner, wenn es dunkler ist, ist es schlechter. Diese Vorstellung habe ich nicht. Das ist das, was ich darunter verstehe. Ich glaube an einen gerechten Schöpfer. Manso, ganz kurz, du hast vorhin einen sehr schönen Punkt gesagt, ich will es ganz kurz nur abklären. Du sagst doch, Mohammed dürfte rein theoretisch nicht die Sünden machen, die vorher schon die Propheten gemacht haben. Auf Jetzt. keinen Fall, weil was hat er dann geändert? Ja, sehr, Bruder, super Punkt, ich möchte nur folgen, ganz kurz. Wenn wir jetzt wirklich nur nach der Schrift gehen, das, was wir lesen, das, was wir Das ist bekommen haben, ja, was so. damals passiert ist, Allahu a'lam. Ich rede jetzt nur von den Ja, Schriften, die den absolut, Gläubigen sind. absolut, Bruder, Ja, nur was du die sollst nicht Schrift einfach kommen sagt. und sagen, da'if, ma da'if. Wenn R es da'if ist, Masbut, ist Masbut. ja angeschlossen an den Koran. Das heißt, dieses Aywa. Tafsir kommt ja, weil sie erzählen, warum. Das ist Richtig. ja das, da kann sich keiner rausreden. Sahih, guck mal, du hast recht. Jetzt kommen wir zum Thema. Denkst du, Jesus hat die Sünden gemacht, die auch Mose, Noah und die anderen auch gemacht haben? Laut der Schrift, laut der Schrift. Ich persönlich, ich kann dir dazu gar nichts sagen. Ich kann auch nicht sagen, dass der Prophet irgendwelche Sünden gemacht hat. Aber laut den Schriften, Ich rede die nur waren laut mit den den Schriften. Gläubigen. Ich rede nur laut den Schriften, Manso. Laut den Schriften ist Jesus gestorben und danach ist alles, was wir, sage ich Hat mal, Jesus festhalten die hier. Sünden getan? Hat Jesus die Sünden getan, die die Propheten vorher gemacht haben? Das weiß Laut ich den nicht, Schriften. aber ich Nein. glaube auch nicht an den Schriften. Muss Manso, man es auch geht nicht. betrachten, ne? Manso, ganz kurz. Du Keiner hast doch sagt, du gelesen sollst. und hast doch nach Jesus Manso, Manso, Manso. seine Geschichte gehört. Keiner hat gesagt, dass du dran glauben sollst. Wir reden ganz normal offen. Es ist keine Missionierung, es ist keine Debatte. Wir reden nur offen. Laut der Schrift hat Jesus, laut der Schrift, die Sünden getan, die auch die Propheten vorher getan haben? Nein. Warum aber Mohammed? Meine Meinung ist, es ist meine Meinung. Für mich, ich glaube, die Propheten sind wie die Menschen, die heute in der Stadt reingehen und zu Gott rufen. Menschen, die einfach an was glauben und die dem Mensch auf den Pfad. Das ist meine Manso, Ansicht. absolut, das ist deine Meinung, ist auch wirklich legitim, finde ich auch gut. Aber denkst du wirklich, wir gehen nur, Manso, bitte, neutral antworten. Neutral.
neutral. Du bist kein Christ, keiner hat es gesagt. Du bist weder konvertiert, weder irgendwas. Es geht wirklich nur um die Schrift. Hat Jesus die Sünden getan, die Propheten vorher gemacht haben? Nein. Stimmst du dazu, Mansu? Laut der Schrift. Nur laut der Schrift. Nein, oder? Ich sage, ich kann ja so eine Frage nicht beantworten, Nein, weil wenn die Schrift sagen würde, ja. ich muss ja mit den moralischen Gesetzen von damals mich vereinbaren können, damit ich sage so. Aber Nee, selbst ein Christ, der du sagt, liest dass jetzt ich ein nicht Buch so über bin. eine bekannte Persönlichkeit. Guck mal, Mann, so. Du liest jetzt ein Buch über eine bekannte Persönlichkeit und du hast ein Buch komplett durchgelesen und merkst, dass dieser Typ eigentlich, du hast da nichts Verwerfliches gehört über ihn. In dem Buch steht nichts Negatives über ihn. Dann musst Wenn du doch was selber Negatives sagen. über ihn stehen würde, dann hätte doch der Prophet Mohammed nicht ihn erwähnt. Dankeschön. Das Jetzt ist ist die ganz genau. Frage. Das wollte ich Ja, von ich dir meine, hören. denk doch mal einfach Nein, logisch ich will es nach, nur von dir Mensch. hören. Es geht darum, weil die Leute dann denken, du bist wahrscheinlich selber ein Christ. Ich möchte, dass sie hören von einer neutralen Person, ja, dass du quasi auch den Leuten zeigst und selber auch sagst, nur laut der Schrift. Wir reden wirklich nur aus der Schrift. Mohammed Ja, hat aber es die gibt Sünden viele getan. Schriften. Es gibt aber viele Wir Schriften. reden über Koran und der Bibel. So, das laut dem Koran, Mohammed die Sünden gemacht hat, die auch die Propheten vorher gemacht Aber haben. das Aber waren für Jesus. die Menschen damals sahen sie nicht als Sünden. Sie Wir reden sahen, vor. unsere Moral heute sieht das ein oder andere falsch. Aber die Menschen damals, für die war das gang und gäbe. Für die hat er Sowieso, Besseres absolut. gebracht als das, was sie kannten. Absolut, absolut hat man so. Aber wie gesagt, du weißt. Ich frage mich noch eine Sache zum Beispiel. Wie das wie heißt sie? Safiya oder Maria al-Qibtiyya? Ja, kenne ich. Ja. Ja. Okay. Was hat in einem Religionsbuch so eine Geschichte zu suchen? Absolut, gebe ich dir recht. Ich bin auch schockiert, als ich das gelesen habe. Was hat das da rein? Ich verstehe das nicht. Was für eine Lehre kriegen wir von Sedo und Zainab? Ja, Was absolut. Ich verstehe das nicht. Guck mal, gibt es es gibt einen keine Hadith. besseren Möglichkeiten für Gott, uns etwas beizubringen Manso, als so? Allah yakhalik, Manso, guck mal, es gibt ein Hadith, er ist von Sahih Muslim. Okay, es geht darum, um die Unterwäsche vom Propheten. Die soll Krankheiten sogar heilen. Jetzt frage ich Schau mal, dich, was für eine Nasiha haben wir davon? Was ich haben wir sag jetzt dir mal von eine diesem Sache. Hadith? Was haben wir jetzt von einer Unterwäsche? Was ist. Sie wollen, Das wie, wurde also mit jemand, der so Samsam ein Wasser Hadith, hergestellt. Moment, Samsam. jemand, nein, nein, jemand, der so ein Hadith rausbringt, Ja. ob er jetzt da'if ist oder nicht, ich rede jetzt nur von, wenn so ein Hadith entsteht, dann entsteht das, weil jemand sich denkt, es ist, der Was Prophet Gutes. ist rein und Richtig. ich spreche damit was. Er denkt, er punktet Genau, damit. richtig. Ja. Die wollen damit zeigen, dass sogar seine Unterwäsche, ja, sogar heilig ist durch Moment, ihm, Moment, sogar dass sogar Moment. seine Kleidungsstücke angeht. Die meisten Leute reden immer über die Sahaba so, als ob es, weiß ich nicht, Ich weiß. Gelehrte, weißt du, auf den Engel Studien. sind. Die Leute haben damals, wenn der Prophet, gespuckt hat, haben sie die Hände aufgehalten und haben sich damit die Gesichter und die Haut gerieben. Ich weiß, Das ist, Wahnsinn. verstehst du? Die sollen, und dann, wenn du mit einem redest, sagt er zu dir, nein, alles, was von dem Prophet kommt, ist Baraka. Das heißt, selbst sein Schweiß ist wie, wie heißt das? Misk. Miss, ja, ich Sie weiß, haben ich doch das weiß. mal von Wenn ihren ihr mir eigenen das Fingern sagt, abgelegt, wenn ihr von den das Fingern nach behauptet, dem Essen haben sie ja, abgelegt. wenn ihr das, ja, aber das war so gang und gäbe bei den Arabern damals. Das ist jetzt nichts, weißt du, nichts, wo er jetzt etwas gesagt hat, wo sie denken, hä, ist das wirklich, sondern das war so bei dem Beduiden gang und gäbe. Ja. Nee, aber du musst auch zugeben, Mann, so, der Islam ist eine rein arabische, beduinische Religion. Das weißt du ja selbst. Das heißt, diese Religion ist eigentlich nur für die Araber gedacht, weil es ihre Tradition auch vorher widerspiegelt. In der Zeit der Dschahiliya haben die ja viele Sachen übernommen im Islam. Das weißt du ja selbst. Gerade auch mit dem schwarzen Stein und auch die Kaaba. Viele Rituale, viele Traditionen in der Religion, im Islam ist vieles übernommen worden von der Zeit der Dschahiliya. Das weißt du Ja, aber selbst, es Mann, wurde so. auch nicht nur von den richtigen Quellen. Es Auch, wurde nicht nur auch. von richtigen, es wurde auch von. Beispielsweise jetzt mal, hast du die jüdischen Schriften gelesen? Meinst du mich gerade? Ja? Meinst du jetzt außerhalb der Tora, meinst du jetzt? Mit Ja? der Talmud, oder? Guck mal, irgendein ein Übersetzer, ein Ja. jüdischer Übersetzer, der hat zum Beispiel einen Satz aus der Tora oder was übersetzt Ja. in, Ausgelegt. ja. Ja. Wer einen Menschen tötet, ist so, als ob er die Menschheit. Genau. Er hat diesen Satz so übersetzt. Ja. Okay? Das heißt, das war eine Übersetzung von jemand, der es vermutet hat. Der kann richtig liegen, der kann falsch liegen. Okay? Ja. Und im Koran steht, wer einen Menschen tötet, ist so, als kennt ihr den Satz.
Und davor steht, Kama kutiba ala bani Israel, weißt du? Das haben die von das haben die vom Talmud, ich weiß. Genau. Aber eins zu eins übernommen, Habibi. Eins zu eins übernommen. Ja. Das steht weder in der Tora, weder irgendwo, das steht im Talmud. Genau. Und das haben die übernommen. Aber wenn du jetzt einen Muslim sagst, sogar ein Scheich, er wird sagen, nein, stimmt nicht. Auzubillah, das stimmt nicht. Reden wir mal kurz über die Wunder, über die sie alle erzählen. Sie erzählen die wissenschaftlichen Wunder. Nur mal eine Sache, das ist einmal kurz zu den Christen und zu den Moslems. Ne? Ja. Wissenschaftliche Wunder kannst du nicht in Religion reintun. Da machst du einen großen Fehler. Weil wenn du sagst, es ist ein wissenschaftlicher Wunder, die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Religion bleibt aber bestehen. Das ist etwas, was geschrieben steht. Und wenn in 20 Jahren oder in 30 Jahren die Wissenschaft sich so entwickelt hat, dass diese Methode, die da genannt wird, primitiv ist, dann steht die Religion schlecht da. Deswegen sollte man besser keine Wunder, wissenschaftlichen Wunder in die ich finde es auch sehr schlimm. Bruder, ich finde es auch sehr schlimm, wenn die hochkommen und sagen, Wunder im Koran, Wissenschaft, ich schäme mich immer dafür. Was wirklich. Ist denn mit dem Mond, der auseinander... Ja, ja, genau, das Thema habe ich sehr oft gesagt. Was ist derjenige nicht, dass wir nur so leben, weil diese Konstellation so gerade ist? Richtig, danke schön. Und wo ist jetzt der Sinn? Sagen wir mal, Habibi, ganz kurz, sagen wir mal als Beispiel... Oder die Babyentstehung. Ganz kurz, Mansur, sagen wir mal, er hat es gemacht. Erzählen wir mal, erkläre mir mal, ja. Wo ist der Sinn, dass er den Mond gespaltet hat? Aber es steht nicht, dass er ihn wieder zusammengeklebt hat. Er hat ihn ja nicht nur gespaltet, er hat ihn gespaltet und man hat einen Berg in der Mitte gesehen. So weit wurde er auseinandergespaltet. Mansur. Nein, weil ich sage, Mansur, so etwas diese Nacht, ist. Diese Nacht, als du geschlafen hast, ne? Du warst am Schlafen, ich habe auch den Mond gespalten, hast du nicht gesehen. Nein, die ganzen Sachen sind nachts passiert. Alle nachts. Ist auch alles immer. Immer nachts. Auch die Reise mit dem, nach Jerusalem. Ja. Auch nachts. Immer nachts, aber was für ein Zufall, ne? Nein, ein gläubiger Mensch hört das und hinterfragt nicht und diskutiert auch nicht, weil er denkt, er weiß nichts. Aber wenn du so viel weißt und das Bild dann wie eine Serie, ist es so wie so eine 30-Folgen-Serie. Die du gesehen hast, und dann sprichst du mit jemandem, der hat nur so 10 Minuten gesehen. Du merkst, der hat gar keine Ahnung, wovon er redet. Genau. Aber du siehst das Bild fast wie so ein Film. Ja. Das heißt, es macht dann auch alles Sinn in deinem Kopf. Dann verstehst du auf einmal, warum ist das unerklärlich und warum macht das keinen Sinn und warum. Dann kapierst du auf einmal. Dann richtig, verstehst du's. Richtig, absolut. Wir werden gerade hier irgendwie. Ich werde mit dir zu Tauhid eingeladen. Leute! Lass mal Tauhid, das sind Kindergarten. Die sollen nicht denken, die sollen nicht Gott spielen und sollen nicht denken, richtig. Die können hier irgendwas in Schutz nehmen. Die sollen einfach die Bücher aufschlagen und wenn jemand Kritik an meine Religion ausübt, dann gehe ich rein und erzähle ihnen das mit Sinn. Wenn ich mich für etwas schäme oder ich es nicht erklären kann, so wie es ist, dann sollte ich den Mund halten und Masbut, mein Gebet ausüben. Masbut, du hast vollkommen recht, das sage ich auch. Wenn man sich dafür. Der Punkt, wenn der Punkt da ist und man schämt sich für die Religion, dann geh lieber raus. Ja. Dann geh lieber raus. Weil wenn du dich schämst, heißt es, du weißt, dass es nicht gut ist. Du weißt, dass es nicht normal ist. Einer, der sagt, ich weiß, ich kenne mich aus, dann kommt er hoch und dann erzählt er ein paar Sachen und auf einmal hörst du, ja, warte, hol noch den oder der weiß besser oder der weiß besser. Ja, richtig, dann holen die den und dann noch den und dann den. Dann frage ich mich, warte mal, schämst du dich wirklich jetzt dafür? Wenn du dich schämst, dann geh lieber raus. Er wäscht den Kindern den Kopf. Diese Leute waschen den Kindern den Kopf, weil es fängt so an. Es fängt damit an, er erwischt ein paar gottesfürchtige Menschen, richtig. Die Gott näher sein wollen, sagt zu denen, so und so ist es, und dann fängt es an. Der Rasul da hat kommt gesagt, der Hass. Und dann fängt diese Schiene an, weißt du? Bruder, der vergiftet sie mit dieser Ideologie. Das Problem ist, die haben manche von denen haben eigentlich gute Absichten. Die wollen eigentlich nur Gott eigentlich näher kommen, eigentlich im Frieden. Wie er gestern den Typen fertig gemacht hat? Ja, natürlich. Als er mit euch kurz drin war. Natürlich. Und wir belehren dich hier und er denkt sich die ganze Zeit, alles, was ich hier mache, ist von sonst. Richtig. Und er denkt doch, es wäre cool. Es wäre cool. Ja. Die hätten selber geköpft. Ja, hast du gesehen, ich habe die genockt. Womit hast du sie genockt? Es geht hier nicht um ein Hadith, es geht hier um alles. Es ist so vieles. Es ist so vieles um. Und Bruder, bei denen geht es immer nur. Bruder, bei denen geht es immer nur um Begraben, Zerstören, ja, Widerlegen. Ich habe ihn fertig gemacht, ich habe ihn so und so, ich habe ihn nackt gemacht, hier geschlafen legen. Eine 18-Jährige, was es geht nicht voneinander lernen, es geht nicht darum, dass man sagt, ich möchte es verstehen, sondern immer nur, ich begrabe dich. Du Kerl, ich mache dich, Achsenbiller, ich mache dich fertig. Guck mal, das ist wie ein Kant.
zwischen euch und denen. Jeder denkt sich, ich werde den. Du denkst dir jetzt, ich verstehe deine Sicht. Du denkst dir, wenn ich diese Verse und diese Sachen lese, das kann einen Menschen nur dazu bringen, anderen zu schaden. Verstehst du? Ich versuche irgendwie ein paar Leute, wenn sie auch nicht das Christentum annehmen, aber dass sie kapieren, dass sie einfach verstehen, das ist Glaube, kein Wissen. Keiner weiß, was nach dem Tod aber Manso, ist. Glauben, aber du musst auch zugeben, dass niemals ein Christ niemals den Koran überhaupt angreifen würde, weil der Koran kommt in der Bibel nicht mal vor. Das heißt, die Christen, ganz kurz, die Christen bleiben gerne, ja, bei ihren Themen, aber der Islam, der Koran spricht über Juden und Christen, über die Ahl Kitab. Er nennt sie, aber so. Das Christentum sagt auch andere Religionen, die werden. Nein, aber nicht speziell. Es ist aber ein ganz großer Unterschied. Auf einmal. Ja, genau. Was oben, was will er sagen? Manso, ich weiß nicht, ob du Takia machst oder nicht, aber leugnest du Hadithe? Ob ich was leugne? Leugnest du Hadithe? Ich sage zu dir, ich spreche hier nicht als Moslem oder als Christen. Ja, nein, leugnest du Hadithe aus Bukhari und Muslim, sag mal. Ich sage dir, wenn ich etwas sehe, was mit meinem Kopf nicht vereinbar ist, leugne ich es ganz. Ja, okay, dann bist du ein Kafir. Dann ist okay, nehme ich an. Ich bin ein stolzer Kafir. Jeder, der einen eigenen bin ich ein stolzer Kafir. Ja, du machst uns zu Takia, du scheiß Christ. Ne? Salih, er hat 100 Mal mehr Ahnung. Ja, er macht Takia ganz einfach. Ja, dann debattier doch gegen den, der macht dich fertig. Der hat theologisch viel mehr Wissen als du. Was redest du eigentlich? Er ist ein Kerl, das ja. Ja, dann debattier doch mit ihm, wenn du ein Mann bist. Komm, debattier mit ihm, der macht dich fertig. Ich gebe dir 5 Minuten, und du wirst dich nackt ausziehen hier in TikTok. Ja. Yeah. Lass den Gelehrten dir das, was ich gesagt habe. Du bist ein Jahel. Erstens mal, Manso, guck mal, Manso ist älter als du. Hab ein bisschen Respekt vor dem, okay? Erstens mal. Und zweitens hat er viel mehr Ahnung als du. Und wenn du ein Mann bist, dann debattier mit ihm. Ansonsten sei ruhig, schweig und geh wieder runter und hör zu. Ja, red nicht. Okay? Aber du leise erstmal. Harut, eine Sache. Wie alt bist du überhaupt? Nee, nix, Harut. Wie alt bist du überhaupt? Geht dich gar nichts an. Wie alt bist du? Okay, Harut, lass dich nicht ausreden. Harut, ein kleines Kind. Salim, Harut, eine Frage. Wie alt bist du? Salim, hol den Hamdi hier hin, hol Tawiti hin. Nein. Geh um, geh die holen, dann können wir hier reden. Richtig, hol den Hamdi, weil wir reden nicht mit Unwissenden. Du bist ein Jahel. Hol den Hamdi hier hin. Hamdi hier reinholen, hol den Hamdi. Hol den Hamdi hier hin. Ich hab hol ihn jetzt. Kontakt. Hallo. Ja, das ist dein Sheikh. Hol ihn hier rein. Darf ich auch? Hol mal den kleines Kind, Bruder, wirklich. Also wiederholt sich da wie so ein DJ. Nein, Jungs, ich würde euch einfach mal einen Tipp geben. Ihr solltet einfach mal die Geschichte des Islams von Anfang an, einfach von Anfang an bis Ende, weißt du, den Leuten so einfach in Folgen geben, damit sie einfach verstehen, damit sie sich das bildlich vorstellen können. Weil wenn ihr mit einem Hadith kommt, wenn ihr mit weiß ich nicht was kommt, die verstehen das nicht. Ich weiß, was du meinst. Wenn man denen langsam quasi erläutert, genau, so wie es angefangen hat. Genau, erzähl nur die Geschichte. Es soll keiner Christ werden. Aber ich will nicht, dass irgendwelche armen kleinen Kinder Gottes Segen alle und vergiftet werden. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich will nur ganz kurz was sagen, dann bin ich auch wieder weg, Leute. Ja, ganz kurz an die Muslime. Ja. Verlasst den Islam, rettet eure Seele vor der ewigen Hölle. Jesus war, ist und bleibt die Wahrheit. Ewigen Hölle. Jesus war, ist und bleibt die Wahrheit. Ewigen Hölle. Jesus war, ist und bleibt die Wahrheit. Ewigen Hölle. Jesus war, ist und bleibt die Wahrheit. Ewigen Hölle. Jesus war, ist und bleibt die Wahrheit. Ewigen Hölle. Jesus war, ist und bleibt die Wahrheit. Ich auch. Wir hören alle uns im Chat auch, ja. Wir hören macht uns immer schon weiter, Leute, ja. Die Wahrheit kann man nicht bekämpfen. Jesus wurde auch verfolgt wegen der Wahrheit. Wir machen weiter. Amen, Bruder. Amen. Gepriesen sei der Herr und schönen Abend noch, Leute. Bleibt gesund, ja. Gott segne dich. Amen. Halleluja, Ade. Hier ist noch jemand, der Otto, der hat noch nichts gesagt. Otto, also Otto, unser Löwe. Otto, willst du was sagen? Ich bin erstmal kurz raus, Jungs. Ja, alles klar. Besser, ich sag gar nichts. Hat mich gefreut, Manso. Kannst immer wieder hochkommen, Manso, gell? Hat mich gefreut, danke dir. Ey, schönen Abend. Besser sage ich gar nichts, weil ich sage gar nichts und die Leute schreiben mir, ich löwe gut. Ey, weißt du was? Ich bin einfach hier gekommen und die erschossen mich und ich habe kein Wort gesagt. Otto, unser Löwe. Ja.
drei Worte gesagt und gelesen, die ganze Zeit, und du bist der Löwe, bist du der Beste oder sowas. Ich wollte sagen, ich habe gar nichts gesagt bis jetzt. Mann, so, man muss nicht viel sagen, man versteht dich auch so, was du im Herzen ja, hast. Ja, ich bin nur so, ich höre das Ganze, weil es interessant für mich. Und ich immer, jedes Tag immer was Neues über Islam, über katholische Kirche oder sowas erfahre, will ich, manchmal will ich was fragen, ne, sowas. Und ich muss sagen, wirklich, wie der Mann hat von mir gesprochen, das ist die, wenn man 1500 Jahre zurückzieht, da muss man sagen, wenn jemand war schlau, sage ich so jetzt von meiner Meinung, wenn jemand war schlau, da hat wie der Mahomet, da hat diese Zeit ausgenutzt. Versteht ihr? Du weißt selber, einfach, du weißt selber, Mahomet, guck mal, Mahomet war ein Verbrecher, das weißt du. Ja, aber der hat das Zeit ausgenutzt. Er hat das Zeit ausgenutzt. Also, ich ich habe heute wieder im Inkerwood, das war eine Amerikanerin. Mahomedov. Mahomedov, genau. Ja, egal. Mahomet, ja. Was ich was heute gehört, weiß ich nicht, wie ihr, wenn jemand Islam kennt, weil ich kenne jetzt Islam, da stand im Ingerwo, ist nicht so, kann man so sagen, du musst es machen, aber ist erlaubt, wenn deine Frau stirbt, du kannst nochmals mit Sex mit sie machen. Richtig. Hä? Mahomet also, hat eine Sechsjährige heiratet, überleg mal, wie kann ja, er eine Sechsjährige heiraten? Ich verstehe nicht. Wie kann man an diesen Mahomet glauben? Jetzt sag mal bitte, Otto. Ich verstehe nicht. Überhaupt nichts mehr. Überhaupt nicht. Und da kann mir ja keiner sagen, da von 1000 Jahren war das normal. Leute, wie das ist normal? Sag ich so, schon 13-Jährige wäre schon für mich also auch schon abstoßen. 13, 12-Jährige. Aber absolut, weißt du, 6-Jährige absolut. Oder 9-Jährige. Das ist schon die Grenze. Weißt du was? Das sollte damals bei Jesus jemand die Frage geben, ob ich kann mit Kind schlafen. Was der Jesus hat gesagt, wenn jemand die Kleine was macht, das ist lieber für ihn, den Stein auf seinen Hals nehme und ins Wasser sich höre. Also, Mann, Leute. Amen, Bruder, du hast es richtig schön gesagt. Guck mal, weiß, sehr, sehr schön gesagt. Und Mahomet hat immer noch Kinder, 15, 12 Frauen, 13 Frauen, Sklavinnen gehabt. Ich verstehe nicht diese Mahomet, nichts normal, ehrlich, Otto. Nee. Hast du recht, du bist wirklich... Nee, aber Leute, da weiß ich, das ist so jetzt, weißt du was, da sagt man so, diese Zeit war schon zu lang vom Jesus, weil da weißt du selber, Jesus hat, so kann man sagen, sein Judentum oder wie heißt es, Israel, da war sein Volk. Und guck mal, weißt du was, bis heute kann ich nicht glauben, dass die Jude, dass da Jesus von dort kommt und die glauben an ihm nicht. Ey, was ist da los? Wirklich? Die Juden glauben an Jesus nicht. Und das ist, kann man sagen, Juden sagt man bis heute, das ist das sein Volk, vom Jesus-Volk. Ne? Und die glauben an ihm nicht. Otto. Damals, ja? Otto, guck mal. Otto, das ist Mahomet. Mahomet, das ist Mahomet, ja. Achso, ich hab Mahomet gesagt, nee. Ja, ja. Mahomet. Okay. Ist eh gleich, ist ja kein Problem. Ja, ja. Nee, Leute, okay. Aber ich sag dir, ich lasse jeden glauben, was er will. Er soll bis zum Ende glauben, wie er will. Genau. Nur die einzige Weg, da weiß jeder. Einzige Weg ins Himmel ist durch Jesus. Und da Amen. Ist kein anderer Weg vorbei. Leute, und das soll man auch nicht, weißt du was, ich sag dir, als ich bin als Christ, aber ich habe auch zu Maria gebeten, zu Heilige gebeten und dann jetzt, irgendwo hat mir oder hat mir jemand... Otto, kurze Frage, hier gibt es Leute in Kommentare, die fragen gerade, warst du gestern bei Mensa im Stream? Was? Weiß Mensa. Ich nicht. Mensa. Ja, kann sein. Kann ist, da sein. Irgendwas, ist da irgendwas vorgefallen? Nein. Ich hab mit ihm nichts vorgefallen. Weißt du, er hat mir ja gesagt, weil ich verstehe bis heute nicht, was ist diese, wie ihr das sagt, die, wie heißt das wieder, nicht neuen Christ oder wie heißt das wieder, neugeborene Christ. Ich weiß ja nicht, ich bin von Geburt an... Nein, es geht nicht um das. Es geht nicht um das. Um das geht's nicht. Manche haben gesagt, du hast ihn beleidigt. Stimmt das? Was? Ich habe keine beleidigt, Leute. Okay, nein, wenn du sagst nein, die Bibel sagt, wenn du sagst nein, dann glaube ich dir. Wenn du sagst nein, okay. Nein, ich beleidige keine. Auch wenn jemand irgendwo Moslem mit mir redet, dann weißt du, wenn ich sehe, das ist schon. Nein, wir reden nur über Mensa, weil er ist ein christlicher Bruder. Deswegen habe ich dich nur gefragt. Nur deswegen. Nee, alles gut. Nee, da frag ihn selber. Ich hab ihn allerdings sein Konto, finde ich, nicht mehr. Hat er das irgendwie deaktiviert? Von Mensa? Nein, boah, ja, ich weiß nicht. Selber nicht, was ist Demensa? Wie sieht das aus? Nein, nicht Demensa. Also, ach so. ich weiß es nicht. Guck mal, hier ist eine junge Dame.
Finn, sie fragt ekelhaft, wie ich alle drei darüber lustig macht. Ich habe ihr eine Einladung geschickt, aber sie möchte leider nicht hoch. Wie heißt die hier nochmal? Wie? Efin. Efin? Efin, ja. Efin, okay. Nicht falsch verstehen, nicht falsch verstehen, wir haben gerade darüber gelacht, dass er den Namen nicht richtig ausgesprochen hat, deswegen. Aber du kannst gerne hochkommen und uns erklären, woran du glaubst und genau. Wie man den Namen richtig ausspricht. Ja. Und die Frage nochmal, wie kann ich jemanden beleidigen? Was heißt es? Was habe ich beleidigt? Was soll ich dann? Die Leute, also, aber die Leute schreiben, du sagst oft das N-Wort, stimmt es? Otto? Wie N-Wort? N-Wort. Ja, was soll das sein? Ich weiß nicht, die Leute schreiben das. Ja, ey, weißt du was? Ich habe schon gemerkt, wie viel beobachten mich schon jetzt die letzte Zeit. Da kriege ich langsam die Krise, ey. Ich kenne die Leute nicht, die kennen mich. Alles gut, guck mal, Thema wechseln, alles gut, Otto. Nur freilich, Otto. Freilich. Alles gut, Otto. Du kannst, wie gesagt, immer wieder reinkommen, wenn du Fragen hast, du kannst mit uns reden, alles gut, Otto. Hat uns auf jeden Fall gefreut und bleib dabei, bleib stark und ja, wenn du Fragen hast, Otto, kannst du die gerne stellen. Jetzt bin ich keine Löwe, das schreibt jemand. Aber Otto, lies bitte nochmal trotzdem jetzt gleich Johannes Evangelium Kapitel 3. Jetzt gleich? Ja, wenn du gleich vor dem Schlafen gehst, Janik. Also Johannes Evangelium Kapitel 3. Dann schönen Abend, Otto. Danke, dass du da warst, ne, Otto? Ja, okay, bitte. Also. Hat mich gefreut, danke, Otto, danke. Ciao, Otto. Servus. Gute Nacht, Otto. Ja, servus, genau. Ja, sie möchte nicht hochkommen. Sie hat gesagt, sie weiß, wie man... Sie hat gesagt, ihr wisst, wie man ihn ausspricht. Ja, habe ich gesagt, okay, hat sie Tamam geschrieben. Ja, nee, kein Problem, du kannst gerne hochkommen, Efin. Du hörst ja gerne zu. Wir möchten hier einfach einen Content bieten, der Menschen auf den richtigen Weg bringt. Und dafür nutzen wir die Bibel, um wirklich den Menschen zu zeigen, welcher Weg ins Paradies führt. Und wir haben hier heute zum Beispiel auch einen Heiden gehabt, der an Odin glaubt, so einen einäugigen... langhaarigen Gott. Wie war das? Genau. Und das ist ganz klar eine heidnische Religion, weil da gibt es viele Götter. Ja. Und ich sag mal so, ich bin gegen Gewalt, ja, aber wir wissen, was der Islam gemacht hat. Ja, er hat sich nicht nur verteidigt, sondern ganz klar angegriffen. Und das hat der Odin ja auch eben gesagt. Nur eine Sache... jemanden für ein Heidentum oder eine heidnische Religion zu töten. Ja, aber in dem Fall will ich jetzt nicht sagen, dass das richtig war, aber ich will jetzt rein von der Theologie ausgehen und sagen, das, was Odin glaubt, ist mehr Götterei. Und da haben die Muslime auch nicht den Kurzen gezogen und haben da auch natürlich zum Schwert gezogen. Und wir können gerne in den Koran reingehen, da werden wir auch oder wie zum Beispiel bei den, guck mal, der hat ja auch vorhin gesagt, Bruder, guck mal, die haben ja Parallele. Das Ding ist, ich mach's ganz kurz noch, die nordischen Mythologie, Bruder, er hat ja vorhin schön erklärt, es gibt erstmal den normalen Gerechten quasi, Wahrhaftigen, der in den Himmel kommt, also in den Valhalla. Und dann gibt es auch noch der Krieger, das heißt der Shahid, wenn er ein Shahid ist quasi, oder ein Märtyrer oder ein richtiger Krieger, ne? Der kriegt in Valhalla natürlich auch seine Belohnung wie Frauen und so. Ne? Ohne Scheiß, die glauben an das, diese germanische Mythologie. Richtig, ne? Das heißt, guck mal, bei denen gibt es Unterschied. Bei denen gibt es Unterschiede zwischen. Du kommst in den Himmel, ja, dann gibt es aber noch einen Himmel. In den anderen Himmel ist, da gibt es Bier, also. Hat er gesagt. Die glauben daran, dass man oben Bier trinken kann? Ja, ja, hat er gesagt. Du, man kriegt Bier, sehr, sehr viel Bier. Und weiter wusste er plötzlich nicht mehr, was ich sehr komisch finde. Was ich sehr komisch finde, plötzlich fußt er nicht mehr weiter. Aber in Valhalla, wie gesagt, für ihn hat das Frauen, gereicht. Bier, alles. Für ihn reicht Bier, Janne, das reicht für ihn. Wahrscheinlich, oder er wollte es nicht sagen. Ja. Und, aber das Thema mache ich noch mit ihm irgendwann, Bruder, weil sehr interessant. Müsste dann so ungefähr in diese Richtung gehen, Janne. Richtig. Warte, ja, genau, dieses Bier, Valhalla. Die sind alle betrunken oben, Bruder. Die machen wirklich Tag und Nacht Party. Ich habe es mal gelesen. Tag und Nacht Party oben, Frauen sind da. Aber Frauen sind wirklich nur für die, die es wirklich in Valhalla verdient haben. Das heißt Krieger. Wenn es Shahid sind. So richtige Löwen. Die kriegen das in Valhalla. Also bei denen gibt es auch dieses Krieger-Kult. Gibt es ja auch bei denen, ne? Du bist ein Krieger. Es gibt diesen Kult bei denen einfach. Ein Asker. Jetzt schreibt eine Schwester, die kühle Blonde.
Genau, die viele Blonde, richtig. So, möchte Hamdi, ich einen Moment Hamdi soll hochkommen. Hamdi soll hochkommen, ja. Leute, ruft Hamdi hin. Wir brauchen Gespräche mit Mohammedanern. Ja. Ja, sogar dieser, hast du gewusst, sogar im Arabischen sagt man das, ne? Mohammedia oder Mohammedia, ja. Die sagen das ohne Scheiß. Richtig. Wir haben heute einen Hadith gelesen, wo als Mansur drin war, ne, wo es um diese Köpfung ging von demjenigen, der 20 Tage Zeit hatte, wieder dem Islam sich zu wenden, den Islam wieder anzunehmen. Und diese Geschichte bin ich vor allen Dingen sehr interessant, weil in Koran steht ja geschrieben, ich müsste genau gucken, ich glaube Sure 3 müsste das sein, dass Allah ja die Munafikun nicht recht leitet. Ja, nee, das bestätigt ja auch diesen Vers dann. Wenn Allah den Munafikun nicht recht leitet, ja, ihr Lieben, dann, was bringt das dann, ihn überhaupt noch einzuladen, wieder zurück zum Islam zu kommen? Ja, nee. Richtig. Und gleichzeitig ist das auch der Auftrag von Satan, die Menschen in die Irre zu leiten. Wie mit dieses Problem mit dem Alkohol. Wer hat Alkohol erschaffen? Ja, in einer Suche, ich glaube 1667 steht geschrieben, ja, dass Allah den Menschen halt all diese Früchte gegeben hat, damit sie Alkohol herstellen können. Und in einer anderen Suche steht geschrieben, dass das ein Werk des Satans ist, mit Glücksspiel und so weiter. Aber im Himmel dürfen die wieder Alkohol trinken wiederum. Also das ist so ein Ping-Pong. Am das Anfang ja, und dann wieder Haram und dann im Himmel. Ja, in der Book of Ra. Book of Ra, genau. Book ja, of, Bruder, wie geht denn das? Allat, Allat. Allat, stimmt, die Tochter. Al-Uzza. Unfassbar. Kennst du die Geschichte im Tafsir? Steht zu diesem Vers, das müsste Sure 53 ab Vers 11 sein, ne? In diesem Tafsir, das ist ein riesenlanger Tafsir von Ibn Abbas. Mhm. Da steht genau geschrieben, wer Al-Uzza ist und wer diesen Al-Uzza ja zerstört hat, dass das so eine Statue ist, wo Khaled dann zweimal hingehen musste. Bruder, kannst du das mal kurz suchen? Lesen wir das mal, damit alle Leute sehen. Dass wir über Götzen sprechen hier. Wir reden über Götzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir reden, meine Lieben, genau. Und damit ihr auch wissen, das ist doch, glaube ich, in Sure 53, ja, mit Allat und Al-Uzza, wo das steht, ne? 53? Genau. Genau, ja. Dann können wir das auch noch gleich zeigen, damit die nicht denken, das sind irgendwelche Träume, Lügen, damit wir so quasi die Parallele zeigen. Sehr gut. Das sind ja auch die genannt satanischen Verse. So, ab Vers 19 kommt Aladdin. Aladdin, ja, ne. Aladdin, mhm. So, 19. Da schreibt einer, ich verstehe das mit der Unterwäsche nicht. Dann kannst du doch gerne hochkommen. Ich kann dir was vorlesen, aber erst, wenn du hochkommst. Wenn jemand sich traut, hochzukommen, kann ich ihm gerne den Hadith vorlesen. Aber ihr müsst euch trauen. Das heilende, die heilende Unterhose, ja, wie diese Samsam, Samsamwasser, Samsam. Kennst du das? Ja. Was? Das wird heute noch für Rückkehr benutzt. Ne? Die tun so ein Pulver rein, ja, in die Badewanne und tun ein bisschen Samsamwasser rein. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Superkräfte. Unfassbar. Simsim. 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 So, ich hoffe, dass ich das jetzt finde. Guck mal, was einer schreibt. Assam Aleikum. Ein Sunnite schreibt Assam Aleikum. Wie kann man so falsch schreiben? Assam Aleikum. Assam Aleikum. Bruder, das ist ein Sunnite auch noch, gell? Wahnsinn.
Wie kann man das so katastrophal schreiben? Asam, also Asam ist dieser Chai. Tee, er meint Tee Asam wahrscheinlich. Chai, Asam Chai. Asam Chai. Asam Chai wahrscheinlich, ja. Und Afma-Tee schmeckt am besten. Wahnsinn, Mann. Oder? Asam, Bruder, Asam. Alikum, Alikum. Alikum. Alikum, ah, du wolltest Alikum sagen. Ah. Ich bin. Allahu Akbar, ich bin. Unglaublich, ja. Salam Alikum. So, wo ist denn dieser Tafsir? Das ist auf dieser Seite eigentlich. Ein ganz langer Tafsir. Letztens höre ich sogar, Bruder, in einem YouTube-Video, das sagt er zuletzt quasi in dem Video, La ilaha illallah, lach ilah, lach, woher kommt das? Ach. Wahnsinn. Magomed. Boah, das war brutal. Magomed, ich konnte nicht mehr. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Mahomet, ne, Mahomet hat er gesagt, Mahomet. Richtig. Und die Ableitung ist Magomed. Magomedov. Hört sich an wie so ein, ja, das ist dieser Fighter, ja. Dieser ja, Fighter. Ja, Magomedov, genau, Khabib. So, Ibn Abbas. Sunni, Alhamdulillah. Mhm. Kannst du deine Kamera öffnen oder machst du das nicht? Ich, Bruder? Ja, wegen diesem Hadith oder dann gehe ich so lange dahin. Ach, du meinst, dass ich den Hadith zeige? Mit der Unterhose, das, ja. Ach so, boah, da muss ich dein Handy. Ja, ach so, Moment. Weil mein Bruder, ich bin ehrlich, mein Akku ist. Warte ganz kurz, warte. Alles gut, ich kann es auch zeigen. Ach, du kannst es auch zeigen? Dann ja. Dann mach, wenn Bruder. Wenn du die Nummer. Hast du die Nummer? Ja. Moment. Ich kann dir sagen. Warte. Sahih Muslim schon mal, ne? Kannst schon mal nachschauen. Also Sahih ja. Muslim. Moment. Imam Muslim. Oh, das ist so geil, ehrlich. Aber ganz kurz, Bruder, ich wollte das normalerweise als Geschenk lassen, wenn jemand hochkommt, weil das ist normalerweise ein sehr schönes Geschenk, über den heiligen Tanga zu sprechen, Bruder. Weil das schockiert die meisten, weißt du? Ja, stell dir mal vor, Bruder, du gehst Unterwäsche kaufen und du merkst, dass der ist heilig, der kann Krankheiten heilen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Weil den der Prophet getragen hat. So, Sahih Muslim, Bruder. Ja. Seite 1641, Hadith Nummer 2069. Ja, das Buch der Kleidung. Richtig. Sahih. Boah. Wahnsinn. Aber es gibt A. 2069. Ist das A oder B? Oder? Nee, Bro, das ist nicht A. Nee. Hier. Wie müsste das sein, genau? Silk. He who wears silk garment has no share for him. Hereafter. And I'm afraid may not be the stripped garment. Striped garment. Hier. And so far as the red saddle cloak is concerned, that is the saddle cloth of... And it's red. Das müsste das sein. Richtig. Ja, Leute, jetzt ist er weg. Kein Problem. Möchte denn jemand... Genau, aus Seide. Aber wir haben es hier gefunden, ihr Lieben. Wir können es gemeinsam vorlesen. Ja, mein Lieber, das sind die Übersetzungen, beziehungsweise meine Liebe... Das sind die Übersetzungen vom Arabischen. Ja, auf sunna.com sind die ja auf Englisch übersetzt. Genau. Es gibt die Hadithe, gibt es auch auf Deutsch. Natürlich übersetzt, aber diese Bücher, also die gibt es nur als Bücher, soweit ich weiß. Wenn es jemand besser weiß, wir können ja mal schauen.
Genau, da gibt es, glaube ich, nicht alle. Sahih al-Bukhari gibt es. Genau, zum Beispiel jetzt Sahih al-Bukhari gibt es auf Deutsch. Aber ansonsten über die anderen gibt es, glaube ich, nur die Bücher, ne? Da, Sahih Muslim. Da ist es. Wunderbar. Aber hier an die Dame, die das gefragt hat. Die zwei habe ich jetzt gefunden. Nur gibt es halt noch mehr Hadithe, wie zum Beispiel Sunan an-Nasai, Sunan Abi Dawud, Jami at-Tirmidhi, Sunan ibn Majah und so weiter. Die habe ich jetzt nicht auf Deutsch gefunden. Ja. Aber wir können ja gerne mal in diese Nummer reingehen, die er genannt hat, und dann gerne auf Deutsch lesen. 2069 musste das gewesen sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das geordnet ist. Dann müsste ich da eben noch mal reinschauen. 2069, weil da unten steht dann, welches Buch das ist. So. Schaut mal hier, meine Lieben. Buch 37, Hadith 24. In der englischen Referenz ist das dieses Buch hier. Buch 37, Hadith 24. Schauen wir mal, ob das stimmt. Nein, das müsste weiter vorne sein. Hier stehen jetzt die Hadith-Nummern, habe ich gerade gesehen. 2069, richtig. Beziehungsweise, wir können auch hier sehen, hier, das Buch über die Kleidung müssen wir finden. Ja, ist halt auf Deutsch, aber die Bücher sind halt richtig teuer. So. Wo ist das Buch über Kleidung? Hier ist es, meine Lieben. Ja, diese Seite ist ein wenig komplizierter. Hadith-Nummer, da könnten wir es vielleicht eingeben. 2069. Wird leider nicht gefunden. Okay, kein Problem. Also hier steht es geschrieben, dass As-Sasad mit Abdullah bin Umair saying, the news has reached me that you prohibit the use of three things: the striped rope, saddle clothes made of red silk, and the fasting in the holy month of Rajab. Abdullah said to me, so far as what you say about fasting in the month of Rajab, how about one who observes continuous fasting? And so far as what you say about the striped garment, I heard Umar bin Khattab say that he had heard from Allah's messenger, he who wears silk garment has no share for him in the hereafter. And I'm afraid it may not be the striped garment. And so far as the red saddle cloth is concerned, that is the saddle of cloth of Abdullah, and it is red. I went back to Asma and informed her, whereupon she said, here is the cloak of Allah's messenger. And she brought out me that the cloak made of Persian cloth, with a hem of brocade and its sleeves bordered with brocade, and said, this wore Allah's messenger cloak with Aisha until she died. And when she died, I got possession of it. The Apostle of Allah used to wear that. And he wesled it for the sick and sought cure thereby. Hier steht ganz unten, hier steht das ganz unten, dass Mohammed, der Apostle of Allah, hat diesen roten Tanga angezogen. Ja? Und es wurde genutzt gegen Krankheiten und gegen, ja, für Heilung halt. Das ist der Wahnsinn. Seht ihr das? Dass der nicht gelogen hat? Macht euch einen Screenshot. Sahih Muslim 2069.
Und hier steht Mohammed, also hier, ihr müsst das alles lesen und übersetzt euch das gerne. Ja. Bis hier, als Aisha dann gestorben ist, steht hier drin, I got possession of it. Und danach hat Mohammed das angezogen. The Apostle of Allah used to wear that and we wasted it for the sick and sought cure thereby. Ja? Das ist der gesamte Kontext. Er sagt, das ist aus dem Kontext. Hier wird der ganze Kontext erklärt. Ja, meine Lieben. Der gesamte Kontext wird hier erklärt. Hier steht die Überschrift. Und hier steht auch der Kontext. Asma sent me to Abdullah Umar saying, mir haben Nachrichten erreicht. Ja, dass drei Sachen verboten sind. That you prohibit the use of three things. Drei Sachen werden dann hier genannt. Und hier unten steht, dass er das, Schar lesen. Immer Schar lesen. Von dem Schar gibt es noch ein Schar und noch ein Schar. Und danach kommen die ganzen Leute runter. Noch. Beziehungsweise hier auch auf TikTok und versuchen selber noch Hadithe zu erklären. Ja, es ist der Wahnsinn. So, meine Lieben. Gibt es noch einen Mohammedan, der hier hoch möchte? So. Gibt es noch jemanden, der hoch möchte und Fragen stellen möchte? Ansonsten haben wir heute genug aufgeklärt bzw. belehrt. Und ich würde mal sagen, wenn keiner mehr aktuell hochkommen möchte, dann sagen wir Gottes Segen. So, schauen wir mal. Als Abschluss, was möchtest du als Abschluss? Kannst du beten? Mein Lieber, ich mache das, ich verstehe mich nicht falsch, ich bete für euch, für alle, die im Stream kommen oder jemals waren, in meinem Zimmer, also sei es für Familienmitglieder, für euch, gerne, für jeden, der im Stream war, den ich kennengelernt habe, aus der Familie, den ich an diesem heutigen Tag kennengelernt habe, mit zu tun hatte, für alle Menschen auf der Welt und so. Jetzt, ne? Immer im Zimmer beten, Türe zumachen und genau. Immer die Tür zumachen und die Sache noch aufschreiben und zu schauen, was passiert ist. Ne? Ob diese Gebete erhört wurden. Genau. Und diese Menschen vor dem Thron Gottes bringen und für sie beten, dass der Herr ihnen die Herzen öffnet. Es geht immer um das Herz der Menschen. Das Herz soll nicht versteinert sein, sondern die Menschen sollen ein neues Herz bekommen. Die Menschen sollen ein fleischliches Herz bekommen und sollen den Herrn Jesus Christus als ihren Gott und Retter annehmen und ihm folgen. Genau. Richtig, auch für die verfolgten Geschwister. Es gibt viele Länder. Ihr könnt mal schauen bei Open Doors, beziehungsweise schaut mal in YouTube, wo Leute verfolgt wurden, wo Geschwister verfolgt wurden, in welchen Ländern. Zum Beispiel aus dem Iran oder aus Irak oder aus Türkei.